Turmspitze. Auf geht's nochmal von vorne. Was? Na, hätte noch Honey-Cheat aktivieren müssen, damit der Kampf nicht zu lange dauert, weil du bestimmt sterben wirst. Honey-Cheat? Das ist doch hier dieser Volldrop-Cheat, aber der bringt mir nichts. Glaube ich. Pack den auch so. Halt einfach die Klappe und komm in die Gänge! Wie ihr wollt! Ich glaube, für den Honey-Cheat brauche ich mehr Cheeto-Seiten. Was hat getrunken? Ich hoffe Wasser. Yes! Ach, 1-0 für den nervtötenden Bären. Mehr Laser, bitte. Ach. Wer ist mein herrlicher Energieabsorbator? Bob. Ach, nicht schon wieder. Bedeutet, es wird Zeit für etwas Neues. Wo ist der Schalter für den Hamburgerstand in Hex Park? War noch richtig? Jawohl. Geil. Von welchen Ginger von mir haben die aus dem kleinsten Grabbohrer geplättet? Von den grauen, weil die gibt es ja leider nicht mehr. Raketenwerfer wieder einfahren. Luke aktivieren. Oh ja, spüre die Kraft des V10-Ungetüms. Woran kurbeln? Auf ihnen mit Gebrüll. Ach. Wie viele Buchstaben hat mein Name? Komm schon. Ach, das war noch nicht so weit mit dem. Und nochmal. Das ist spannend.
Ich finde zumindest ein Bosskampf, der auch mal Bosskampf genannt werden kann, nicht wie bei Yooka-Laylee. Halt einfach die Klappe und komm in die Gänge. Wie ihr wollt. Jetzt schaltet sich gleich mein Fernseher aus, das ist echt doof. So. Toll, ich habe einen Xbox One Controller. Ach, Scheiße. Wie heißt das Spiel, in dem ich zum ersten Mal aufgetreten bin? Banjo-Kazooie. Grunty Kong 64 finde ich aber auch nicht schlecht. Was hatten die Drachenbrüder auf den Steinen bestellt? Pizza. Also die Anvisierungskacke hier, die ist einfach nur nervig. Ach, 1-0 für die nervigen Bären. Mehr Laser, bitte. Bei meinem Glück. Ach, diesmal. Ach, dammit. Es war zu klein, Einkaufswagen. Nein, Wasser war einfach nur kalt und verunreinigt. Was? Nicht? Wer ist Boogie? Der blöde Eisbär. Ach, nicht schon wieder! Bedeutet, es wird Zeit für was Neues. Gott sei Dank keine Laser mehr. Welche Figur aus Banjo-Tooie tritt in den Spielen nicht auf? Mr. Feel, wer war Mr. Feel? Ah, war angeblich richtig. Oh Gott. Diese Steuerung hier. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Das ist echt zum... Mann! Das war so klar. Welcher Levelboss außer mir hatte die meiste Energie? Brinketto? War richtig.
Och Mann, ey. Kann nicht wahr sein. Ich hab den. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung, mit dem Boss, dass er so schwer ist. Eigentlich ist er auch nicht schwer. Stau macht mir hier gerade echt einen Strich durch die Rechnung. Und ich gehe wieder zu Fuß. Na gut, hat vielleicht auch einen guten Zweck. So. Schon zurück in Nieten? Halt einfach die Klappe und komm in die Gänge. Globo. So, geht doch. Ah, 1-0 für den nervtötenden Bären. Mehr Laser, bitte. Oh, shit. Ah, das war so knapp. Bär wohnt in den riesigen Ei draußen. Ei? Helga? Geht doch. Mr. Viel war das rote Krokodil aus Banjo-Kazooie. Ach! Okay. Ja, ich erinnere mich. Das Krokodil mit der quietschenden Stimme. Welcher Levelboss außer mir hatte die meiste Energie? Hatten wir doch gerade. Briketto. Da hab ich da drehen. Och Mann, ey. Ich fühle mich wie ein Besoffener. Jetzt! Mann! Wie viele batterietriebene Türen gibt es in der Fabrik? 5 müssen es sein. Oh nein, das war falsch. Wie viele Zelte gibt es im Hex-Hex-Park? War das richtig? Natürlich nicht! So, vorbei. Mach's mal Banjo-Kazooie auf Banjo-Tooies Arcade-Box. Kochen? Das war jetzt wirklich falsch.
2 Punkte konnte ich ihn abziehen. Shit! Wer führte bei den lächerlichen Kartenspiel, bevor ich es mit den Schwestern ruiniert habe? Wer führte? Scheiße! Gott, die Frage nicht beantwortet. Die Hexe, die! Es war Bottles, der geführt hat. Einfach nur durchhalten. Wie viel Buchstaben hat mein Name? 13 minus 4. Was? Ach, der Laser! Oh nein! Oh! Dieser Bossgegner. Ah, hallo Bromart. Schön, dass du eingeschaltet hast. Was hat ein Gecko geschrieben? Wenn man sich besoffen. Wenn man sich besoffen fühlt, hilft Schlaf. Dann schaffst du auch den Bosskampf. Nein, die Steuerung ist einfach nur. Die Steuerung in dieser Ego-Modus-Perspektive ist auf der Xbox verhunzt worden. Da hat sich keiner an das Original gehalten. Das war auf den N64 wesentlich einfacher. Xbox hat irgendeiner gepennt oder so, keine Ahnung. Und das gerade mit den Lasern, das war einfach nur dumm. Das war so dumm. Halt einfach die Klappe und komm in die Gänge. Let's go. Was hat er getrunken? Wasser. Richtig. Yay! Ohne Witz! Der ist auf dem Banjo-Tooie-Arcade abgebildet. Banjo-Tooie, ein großer Affe. Ne, Mumbo. Ach, nicht schon wieder. Zeit für was Neues. Ah, shit. Ah, die meisten Familienmitglieder, das ist die schwarze Familie. Ich kenne die Fragen schon auswendig. Ja.
Toll. Wie heißt er? Bill. Jetzt muss ich den richtigen Winkel wieder finden. Da ist er. So. Höre den mächtigen V10. Upp. Komm schon, Eier. Ah nein, ich habe A gedrückt. Angeschaltet. Jetzt wird... Oh shit. Das Getriebe muss defekt sein. Nein, es war die Linke. Oh, ich bin so rechts-links blöd. Die erste Batterie ist hin. Wie? War das eine Explosion? Riecht es verbrannt? Oh Gott. Was habe ich getan? Nein. Scheiß Bohrer, Kack, Ding, du. Lila war dabei. Boah, Gott sei Dank. Kann mich daran erinnern. Ja, super. Hier kann ich nur ausweichen. Die scheiß Laser, die da sind. Nein! Zu sehr konzentriert auf die scheiß Eierauswahl. Nein! Das ist süß. Vor 20 Uhr sagt. Ja, ich sag mal so, man sieht ja den Fortschritt. Ich komme ja immer ein bisschen weiter. Nur irgendwann drehe ich auch durch.
Aber mir fällt gerade ein, wir sind über eine Stunde drüber. Deswegen, für die Leute, die jetzt noch da sind, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, falls ihr Bock habt auf einen Code für Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Jetzt sehe ich auch gerade, meine Batterie nimmt langsam ein Ende. Vielleicht liegt es ja daran, Batterie ist langsam leer. Und zwar habe ich mir gedacht, folgende Frage. Banjo-Kazooie hatte, als es damals geplant war von Rare, als es auch noch geplant war für ein Super Nintendo, hat es einen anderen Namen gehabt, einen Projektnamen. Und ich möchte gerne von euch den Projektnamen wissen. Das schreibt ihr mir als E-Mail an beefy@kavsat-gaming.de. Und dann verlosen wir das heute Abend noch. Ein Code für Banjo-Kazooie Nuts and Bolts für die Xbox 360 oder Xbox One. Ne, und schreiben, ich schreibe das mal kurz in den Chat, schreiben könnt ihr das an beefy@kavsat-gaming.de. Und die Frage ist, wie hieß der Projektname von Banjo Kazooie, wo es noch nicht Banjo-Kazooie hieß? Fragezeichen. Ich denke, das sollte man hinkriegen, wenn ihr fleißig auch geguckt habt und auch ja, allgemein euch mit dem Thema Banjo-Kazooie befasst habt. Vorher war es ja in Entwicklung von Rare. Ne, und bitte nicht in den Chat reinschreiben, weil sonst muss ich mir eine neue Frage ausdenken. Das ist doof. Dann mache ich nämlich alles. Psst. Muss ich mir eine neue Frage ausdenken. Keine Ahnung. Aber das ist die Frage. Das könnt ihr mir als E-Mail schreiben und da gucken wir dann, sobald ich Grunti besiegt habe, gucken wir danach, wer alles so recht hatte. Ne? Natürlich ist es frei, teilzunehmen oder nicht. Ich sehe gerade von dem Monty, ich habe das Spiel schon, deswegen bin ich raus. Ne, aber vielleicht für die anderen ist es interessant. Ich weiß auch leider nicht, ob's. Ja, wie gesagt, der Code ist schon ein bisschen älter, September, aber der sollte eigentlich noch funktionieren. Deswegen einfach mal reinschreiben, wie der Projektname von Banjo-Kazooie hieß, wo es noch nicht Banjo-Kazooie hieß und für den Super Nintendo geplant war. Ich könnte jetzt noch mehr darüber erzählen, aber es wird euch nichts bringen, weil ich brauche nur den Namen. Und es gab viele Namen. Welche Farbe hat mein Schal? Lila. Voll fies, wenn du farbenblind bist. Ah! Yes! Ja, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts gibt's zu verlosen, wie gesagt, und das ist eigentlich mehr ein, ja, könnte man fast sagen, Rennspiel. Rennspiel mit Adventure-Aspekt. Aber leider nicht in gut. Da hatten sich die Entwickler von Rare einfach gedacht, so, ah, wir haben eine große Welt. Wir machen eine große Welt und am Ende war die dann doch zu groß. Oh, nicht schon wieder. Mit Deutz. Es wird Zeit für was Neues. Maylaser. Nee, doch nicht. Jetzt kommen die Raketen. Schupp. Na, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Na egal. Was hat der Ventilator in den Kanalisationssystemen der Fabrik verstopft? Schlackhaufen? Schlackehaufen? Fuck, ich habe die Frage nicht beantwortet. Come on.
Wo ist der Schalter für den Hamburgerstand im Hex-Hex-Park? Ich meine, bei den Kassen. Laser reicht nicht so weit. Interessant. Autsch. Welche unterschiedlichen Farben hatten die Edelsteinhügel? Lila. Irgendwas mit Lila. So, das war... Ach du Scheiße! Aua! Ach komm schon! Dreh dich! Aus wie vielen Teilen besteht die Reise mit den flotten Flugobjekt? Scheiße. Und machen wir jetzt die zweite Batterie kaputt. Yes! Oh nein! Wir verlieren Energie! Nein! Nicht aufhören! Herr Bohrer! Mein geliebter Laser! Kann jemand den Abschleppdienst rufen? In Ordnung, das war's. Ich hab genug. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende! Okay, du willst. Yeah. Yeah. Nein, ich habe noch ein Leben. Ohne Witz. Diese Steuerung, ey, das haben wir vermurzt. Und auch mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden bin ich denn jetzt eigentlich schon dran? Hui, magischen 4 haben wir schon. Ach Mensch, ich will doch das Spiel nur durchkriegen. Eigentlich ist es nur ein Gegner. Warum bin ich so schwach?
Warum ist Steuerung so doof? Eigentlich wollte ich meinen Controller wechseln, fällt mir gerade ein. Weißt du was? Ich glaube, das mache ich jetzt eben kurz. So, Controller ausschalten. Mit frischen Controller schaffe ich Grund, die bestimmt. So, Beefy, remember, du hast noch 30 Minuten, sonst no ice cream for you. I know. Aber ich habe jetzt hier den guten Forza-Controller, der hat mehr Grip hinten. Gucken, ob das was bringt. Ich bezweifle es, aber... Was hatte die Drachenbrüder auf den Steinern bestellt? Pizza. Ich mach's doch wieder mit normalen Eiern. Das gibt's nicht. Ah, das war so klar. Egg One steht auf deinem Nummernschild drauf. So. Geschafft. Oh scheiße, ich stehe ja jetzt direkt auf dem Laser, ne? Nein, doch nicht. Nein! Scheiße! Zu viel A gedrückt. So, Laser weg. Jetzt kann ich ein bisschen entspannen. Das ist ja wohl sowas von klar. So. Dingpot heißt er. Macht doch Sinn. Geht doch. Next one. Scheiße, Bohrer kommt immer näher. Scheiße. Hey, war's nicht. Hey! Uah!
schnell kann doch keiner visieren. So. Wie? War das eine Explosion? Riecht es verbrannt? Gott sei Dank, ich stehe jetzt so. So. Wie dreht er sich denn jetzt gleich? Ah, scheiße, ich wusste es. Oh, du blödes Kack-Scheiß-Ding hier. Noch. Womit winkt Benjo? Mit der linken Hand. Bitte. Danke. So. In Ordnung. Das war's. Ich hab genug. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Na, komm her. Problem ist, die blöde Kuh steht jetzt direkt auf so einer Honigwabe drauf. Haben wir noch irgendwelche Tricks auf Lager? Ja, richtig. Meine Diener. Und auf geht's. Los, schnappt sie euch. Ihr Schwachköpfe. Doch zumindest irgendwie Waben droppen könnten. Oh. Aha, natürlich. Warum fällt mir das erst jetzt ein? Giftgaseinsatz. Ein Hauch von Senf fliegt in der Luft. Hahaha, wie ich das liebe. Toll. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Scheiße. Das ist so assi! Das ist doch echt unfassbar. Och, ey. Schenk mir mal kurz was ein. Ah, ja, 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 ja. Mit einer Wabe hast du direkt Puls 800. Nein, ich will nicht schon wieder durch. Ich will jetzt den Teleporter nehmen. Boah, ey. Schon wieder zurück in Nieten. Halt die Klappe und komm in die Gänge. Ich hab
meine Eier nicht aufgeladen. Das könnte mir zum Verhängnis werden. So, Fragen beantwortet. Oh, komm schon. Big L. Jeder Schuss ein Treffer. Geht doch. Ja. Warum war Terry so unglücklich? Jemand hat seine Eier geklaut. Na, geht doch. Ach, nicht schon wieder. Ich meine, ich habe volle Energie, ne? Ja. Brauche ich die Barbe noch nicht. Aber bei meinem Glück steht im Endkampf gleich die scheiß Moped direkt drauf. Tragödienturm findet das unglaubliche Quiz statt. Ich kann direkt auf Eier wechseln. Yes! Außer mir hatte die meisten, na, wissen wir, ist der gute Branko. Brighetto, Brighetto Branko. Kein Problem, hinter mir ist eine Wabe. Ich krieg jetzt eine neue. So, jetzt kommt der starke V10-Motor. Renntilda. Ach, fuck. Ich vergaß, das sind ja Laser. Bereit machen für Infiltration. Wie? War das eine Explosion? Riecht es verbrannt? Ich verliere hier immer zwei Waben. Kann ich machen, was ich will? Ach Gott! Und schon wieder steht das Scheißding auf meiner Wabe! Oh Mann!
Was soll ich das wissen? Zwei! Nein, geh rein. Zack! In Ordnung, das war's. Ich hab genug. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Gib mir erstmal eine Wabe, du blöde Kuh. Ja, noch eine Wabe. Super. Oh Gott. Lad erst bei Dingbot meine Eier. Wobei mit den Feuereiern. Mit den Feuereiern brauche ich nicht 10 Schläge, sondern nur 5. Wobei ich mich frage, schieße ich mit den Eiseiern vielleicht schneller? Nee, eigentlich nicht. Also um 20 Uhr mache ich eine Pause, das steht fest. Wenn ich den Bossgegner bis dahin nicht gepackt kriege, dann machen wir eine kleine Pause. In der Zeit kann ich dann auch den 64 Informer holen, den Spielerberater für Banjo-Kazooie. Ich brauche ja gar keine Eier holen. Ich bin eigentlich voll ausgestattet. Es war zu klein, Einkaufswagen. Das war's doch einfach. Warum war das jetzt falsch? Oder ist falsch richtig? Ach, 1:0 für den nervtötenden Bären. Mehr Laser, bitte. Oh, scheiße, ich stehe, glaube ich, wieder mitten auf Laser drauf. Oh, diesmal besser hinbekommen. Hep, 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 hep. Wer wohnt in den riesigen Ei? Helga. Es nützt alles nichts, du musst die Cheatkiste auspacken. Nein, Mann, ich pack den auch ohne Cheatkiste. Ich habe schon wieder die Wabe genommen. Dabei wollte ich mir die Wabe eigentlich noch aufheben. Nein! Dingpot, Frage beantwortet. Wie heißt mein Kessel? Dingpot! Jetzt Schnauze! Ja! So. Feuer. Nein! Da habe ich jetzt sehr, sehr federn lassen müssen. Ach, Scheiße!
Ah, meisten Familienmitglieder hat schwarze Familie. Scheiße. Ich stehe falsch. Jetzt kommt dazu noch dieses Knickern. Ich werde wahnsinnig vor diesem Bossgegner. Ja, wobei ich habe diesen einen Cheat noch von Cheeto ja bekommen, den ich nie aktiviert habe. Ob der wohl was bewirkt? Ah, 9 Minuten. Nee, ich pack noch. Ich versuche noch einmal den Bossgegner und danach ist Pause. Und dann packe ich die Cheatkiste aus. Dieses. Ah! Zumindest den einen Cheat, aber der bringt mir nichts. Der ist ja nur für Fallschaden, glaube ich. Helga, weiter. Wir haben doch keine Zeit. So. Die kann er ja mit dem Zug kommt er wieder nach Hause. Kleine vermisste Dinosaurier. Aber ich nehme jetzt die andere Seite, weil sonst nimmt wieder das die Honigschwabe. So. Ach, nicht schon wieder! Mit Deucht, ich brauche etwas Neues. Schwarze Jinjo-Familie hat die Jinjo-Familie hat die meisten Familienmitglieder. Jawohl. Ach Mann. Wohin konnte der Schuffi-Zug nicht hinfahren? Kluger Clubmin. War das nicht richtig? Nein, sowas von nicht. Jawohl. Nein, ich habe die Frage falsch beantwortet. Die Batterie fratze machen.
eine Explosion. Das ist richtig verbrannt. Was? Leck mich! Keine Ahnung! 50! Nein! Ich konnte die Frage nicht mehr beantworten. Scheiße, ich weich mal aus. So, jetzt aber bis zum bitteren Ende. Bis einer heult, wenn es sein muss. Scheiße. Ah. Ja, ich würde sagen, wir machen Pause. Gehe ich dann schlafen. Okay, Gecko, mach das. Wie gesagt, ich mache nur eine kleine Pause, ein bisschen bewegen. Und dann sind wir in 5 Minuten wieder da. Bis gleich.